Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, Tiny Tina's Wonderland wollen wir jetzt anzocken. Ich spiele es auf der PS5. Ich habe die ersten Einstellungen schon gemacht. Wenn ihr das Spiel startet, müsst ihr einen Haufen bestätigen. Lizenzen, Dings und sowas alles. Und dann werdet ihr gefragt, ob ihr Crossplay aktivieren wollt. Das ist dafür da, dass ihr halt mit der PS4 und mit Xbox-Usern zusammen spielen könnt. Ich habe HDR eingeschalten und so wie ihr seht, beziehungsweise nicht seht, meine Kamera ist nicht vorhanden, weil mit HDR funktioniert das nicht. Ich habe die Option HDR an und habe halt die Helligkeit und so angepasst, wie das da sein soll. Bei mir auf dem Bildschirm sieht es gut aus. In der Aufnahme kann ich gar nicht so hell machen oder müsste ich halt ziemlich hell machen, damit. Das sieht dann aber doof aus, dass das Viereck da weg ist, weil das soll nicht sichtbar sein. Aber dann sieht die Grafik anders aus, warum auch immer. Und Sound habe ich hier 75%, weil sonst wäre das Spiel zu laut gewesen. So, wir werden jetzt einfach mal spielen. Oh, Splitscreen geht auch. Der Spielstand herunterladen geht nicht. Ich kann nur ein neues Spiel. Und wir wollen entspannt. Nee, wir machen kooperativ. Jeder findet seine eigene Beute. Es gibt eine Welt jenseits der Borderlands. Geschmiedet. Ich nehme auch mit einer sehr hohen Bitrate auf. Schicksal regiert. Damit es für euch dann der Kampf zwischen so diesen Mächten tobt schon seit an meiner Einstellung ankommt. Böse und gut. Schurken kann auch und sein, Helden. Mit dem Viereck bei mir jetzt noch nicht ein wiederkehrender Kreislauf der Gewalt. Weil es auf einem anderen Bildschirm Wunder ist liegen in der Macht deiner grausamen Göttin. Aber das Schicksal, es gibt nur einen, der es bestimmt, dessen Los in den eigenen Händen liegt, der Schicksalsbringer. Das bist du? Krass, oder? Schicksalsbringer. Echt viel Verantwortung. Ehrlich, ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du vor lauter Schiss gleich aufgibst. Doch, falls nicht, wenn du dich als Schicksalsbringer beweisen willst, hier die Warnung, die ich allen Helden gebe. Gemeinsam kämpft ihr. Gemeinsam sollt ihr fallen. Kritischer Treffer! Ihr streckt die Untoten nieder! Oh ja, genau! Das mit dem Niederstrecken läuft hier! Nicht gut! Wir kommen dich holen, Dragon Lord! Narren! Eure Heldengruppe hält mich nicht auf! Ich habe! Wow, ihr seid aber schnell da! Wie gesagt, wir sind eben Helden. Ich bin Valentine, der edle Abenteurer. Die Gruselige da heißt Fred. Und wer ist das da? Hä? Unser Neuling auf dem ersten Abenteuer. Ach, kommt schon, die Figur ist ja nicht mal fertig bemalt. Genug jetzt. Wir verhindern, dass du die Seelenenergie raubst. Narren! Ich hab die ganze Seelenenergie bereits absorbiert! Ich bin unbesiegbar! Oh Mann, tut mir echt leid. Dann keine Seelenenergie. Bogen werden brennen! Babys werden heulen! Wer sonst? Meines Gelände werden über das Land herfallen! Sieht übel aus. Und wie gewinnen wir jetzt? Wir greifen an! Zusammen! Erbärmlich. Besonders du, Neuling. Die Helden von heute haben nichts mehr drauf. Und jetzt, stirb! Doch dann, als die Helden schon aufgeben wollen, hören sie ein Wiehern. Ein Wiehern? Ja, und da ist ein glitzernder Regenbogen, der Knister, Krake, Kricke! Es ist Königin Aschgau. Die schönste
der perfekteste Herrscherin von allen. Moment, was für ein Spiel ist das hier? Wir spielen Bonkers and Badasses, Baby! Und ich, Tiny Tina, bin der Bunkermaster. Also bestimme ich! Darum gibt es ein magisches Diamant-Zweihorn namens Arschgau, das alle rettet. Arschgau? Ich hatte gehofft, dass wir alle retten. Kommt noch, Wellilein, aber es muss doch spannend sein. Also, weniger labern, mehr Dragonlord. Arschgau, du magst zwar die schönste, perfekteste Herrscherin von allen sein, aber dieses Mal gewinne ich! Aber Arschgaul hatte das coolste Schwert auf der ganzen Welt. Arschgaul, es ist so geil. Das Seelenschwert. Was soll das? Die Skelette waren taufrisch. Nein! Sei verflucht, Valentine! Sei verflucht, Fred! Und vor allem verfluche ich dich, Neuling! Namenloser Plagegeist! Ich kehre zurück und befreie die Welt von euch Helden! Und so wurde der Dragonlord besiegt! Fürs Erste! Ja, meinetwegen. Wir sitzen hier ohnehin fest, seit dieser Berg das Raumschiff gerammt hat. Ja, voll zerschmettert. Bin dabei. Ich liebe Bonkers and Badasses. Mein Charakter ist schon auf Level 50. Nee. Es gibt ganz neue Charaktere. Das ist für den Neuling das erste Spiel und ich sorge für ein absolut unvergessliches Abenteuer. Bereit, Neuling? Zeit für die Charakterbögen, Leute! Klauenbringerin. Och ey, jetzt gendern sie jetzt hier auch schon, ey. Schrecklich. Auch wieder so ein Zauberer mit düsten Opferungen und so. Der fehlt mir schon mal, oder der? Der ist alleine? Wir nehmen jetzt einfach mal den.
groß sein. Wie sieht das aus? Haha, das nenne ich mal ein heroisches Aussehen. Haha, das nenne ich mal heroisches Aussehen. Ich muss mich erneut weiterentwickeln. Meine Gestalt. Was steht mir? Was steht mir? Wie sieht das aus? Das nenne ich mal Mode. Heroismus steht mir einfach. Einfach, Fang. Meine Erscheinung muss ver... Meine Er... Ich hätte nichts gegen eine Veränderung. Was? Ich bin... Was haben wir denn hier? Selbst furchterregende Leute schmeißen sich dann und wann... Warte mal, das kommt mir irgendwie ganz vor. Was haben wir denn hier? Was? Ich bin eitel. Komm klar. Die Stimme kommt mir von einem Schauspieler so bekannt vor. Selbst furchterregende Leute schmeißen sich dann und wann in Schale. Was haben wir denn? Selbst furcht... Was haben wir denn hier? Ja, die will mir. Xim, Sim, was ist denn das?
halt auch nicht schlecht. Ein bisschen wie Tiereck von SG-1, von Stargate. Goldklaue sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schon 23 Minuten nur mit der Charaktererstellung, ey. So viel Zeug wie hier drin ist. Kettenrüstung, ich glaube, ich nehme Kettenrüstung. Lordgewebe. Was ist ein Lordgewebe? Ich glaube, ich nehme Ketten, ja. Primärfarbe. Schön geil aus, aber nochmal das. Gold. Ach, da unten sind jetzt die Beine. Da
hatte ich ja noch, Dunkelheit. Primärfarbe. Da hätte ich... Unlackiert, aber unlackiert sieht kacke aus. Hier kommt es eigentlich schwarz und blau, kommt gut. Kommt schon geil. Gestochenes Schwarz. Nehme. Oh, das Fenster geht mir. Ich hätte gerne schwarz mit einem Rotstich. So hier. Ah, das Lila. Weil das auch gar nicht mal so schlecht aussieht. Oder so halt. Doch, so gefällt er mir. Schwarz-rot.
So werden wir lassen. Form. Na, das sieht also ja ein Stück besser aus, ja. Obwohl die Wimpern noch nicht. Die Augenbrauen. Da würde ich dann doch diese hier haben. Und die Lippen. Und die Elfenohren will ich wieder haben. Die geiler aussehen, die passen besser zum Charakter. Geil. So, weiter. So, warte mal. Mist. Zurück. Selbst furchterregende Leute schmeißen sich dann und wann in Schale. Genau. Ich hatte Angst, dass sie die Stimme halt hochgeändert haben. Dorftrottel. Thank you.
das denn? Dorftrottel hat aber ein bisschen mit Stärke. -3, -3. Das andere ist alles 10. Geschicklichkeit +4. Konstitution. Das ist auch nicht schlecht. Stärke weniger. Geschicklichkeit weniger. Alles andere. Ja. Also ich nehme entweder das oder doch Trottel. Hier habe ich 2, die minus gehen. Hier habe ich 1, was im Minus geht. Kann ich nochmal ausgleichen. Wie viel habe ich? 10 Punkte zu verteilen. Dorftrottel ist ja nicht mal so schlecht, weil Stärke +8, Intelligenz. Ist so Zauber. Ist auch zum Statuseffekt Schaden. Ja, gut. Aber Stärke ist gut. Geschicklichkeit, da packen wir noch 3 drauf. Nur jetzt wieder runter. Link liegt ganz gut. Name bearbeiten. Ändern. Tastatur öffnen. Achso, jetzt. Wir wollen ja nicht Neulinge heißen, wir wollen. Oder Odin heißen. So. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Nach 40 Minuten haben wir endlich unseren Charakter fertig. Na gut, mit der Einleitung. Hey, Valentine, hast du gerade dein eigenes Gesicht auf den Charakterbogen gemalt? Es hieß, mal deinen Helden. Und ich bin mein eigener Held. Okay, und Fred, steht da, dein erstes Schwert verursacht Mörder 1000 Schaden? Mein Fehler, ich habe eine Null vergessen. Okay, neuer Plan. Fred und Valentine kriegen keine Stifte mehr und Würfel schon gar nicht. Jetzt liegt's an dir, Neuling. Du bist ein Schicksalsbringer. Da-da-da-da-da-da. Und diese Trottel werden dich beraten, schätze ich.
Also gut, ich rate dir, ein Badass zu sein. Wir sind hier, um das Böse zu töten und Gold zu machen. Ich weiß, dass ich dein Vorbild bin. Halte dich an mich und du wirst ein toller Schicksalsbringer sein. Ach ja, eine letzte Sache noch. Bunkers and Badasses ist ein Rollenspiel, Baby. Das heißt, du sprichst immer mit deiner Charakterstimme, kapisch? Gut, dann lass mal hören. Ich will an Geld kommen. Und wenn ich dabei die Welt rette, dann ist das eben so. Lecker. Jetzt macht euch bereit, eine Welt der Fantasie zu betreten. Ich sehe überhaupt nichts. Du musst sie dir vorstellen, du Armleuchter. Schließt einfach die Augen und wundert euch. Ihr seid im Schlummertal eingetroffen, einer unscheinbaren und friedlichen Ecke des Königinreichs, die ein dunkles Geheimnis birgt. Ihr seid weit gereist, um hier zu sein. Hört auf den Ruf der Königin höchstens. Die Königin höchstpersönlich. Was könnte sie von uns wollen? Sie fürchtet die baldige Wiedererweckung des Dragonlords. Ihr müsst sein Grab finden und seine Wiederauferstehung verhindern. Mit anderen Worten, wir dürfen ihm in den Arsch treten. Hier ist ein Übersichtsblatt mit Gesundheitswert, einer Karte und so Zeug. Verdammte Brücke ist im Eimer. Ich höre doch was. Ihr erkennt einen königlichen Wegstein. Er scheint euch zu rufen. Die Magie der Königin durchströmt euch über den Stein und gewährt euch die Macht der Ta-ta-ta-ta! Aura. Das ist die Kraft des magischen Sehens und Hörens. Königin Arschgaul! Sie führt uns durch unsere Quest. Tatsächlich führt eine Spur spektraler Hufabdrücke in den Wald, Baby. Arschgaul. Ein umgestürzter Baum versperrt euch den Weg. Was macht ihr jetzt, hä? Ich wirke. Baum identifizieren. Diese Gattung nennt man Springus tutorialis und sie wächst lustigerweise nur in diesem einen Tal. In der Ferne lockt euch das Glitzern von geschliffenem Stahl an. Ein schickes Stück Stahl. Ich liebe Äxte. Toll zum Spalten, Hacken und zum gelegentlichen Herumhacken. Ihr seht in der Nähe eine überwucherte Höhlenöffnung. Wenn es nur einen Weg hinein gäbe. Auch wenn die magischen Hufabdrücke durch die Höhle führen, kommt die Felsdecke dem Boden verdammt nahe. Ein wahrer Schicksalsbringer weiß, wann er zu stehen hat und wann er sich duckt. Ja, trainier deine Pobacken. Und wenn du dich mit Anlauf duckst, schlitterst du rum wie ein cooler Actionheld. Wegstein weist euch den Weg, aber um ihn zu erreichen, müsst ihr an einer Meute von zwackenden Krabben vorbei. Ja, endlich ein Kampf! Töten wir sie! Zwackend! Sie sind so zwackend! Du hast nicht um dein Leben gefleht. Wenigstens etwas. Ihr habt die Krabben besiegt!
zum Glück für euch hatten sie ihre Ersparnisse dabei. Sie gehören jetzt euch. Hier unten haben wir wohl alles getötet. Wir sollten da hoch. Was ist das? Ein Schrein? Ganz genau. Die Königin regiert die Wonderland schon, seit ich noch eine kleine Spielerin war, so wie ihr jetzt. Sie hat eure Ankunft bereits erwartet und eine mächtige Waffe für euch dagelassen. Die Waffe von Schicksalsbringern. Es ist eine Knarre! Das Teil ist halb verrostet. Macht aber immer noch Löcher in Leute. Was? Es gibt Knarren in einer Fantasy-Welt? Das ist Tinas Fantasy-Baby! Plötzlich erhebt sich der Boden des Schreins unter euch. Von dort aus erblickt ihr ein malerisches Dorf im üppigen Busen des Tals. Aber dahinter lauert bedrohlich drohend eine dunkle, alte Burg. Burgig. Wenn der Dragonlord hier ist, wird er in dieser Burg sein. Schicksalsbringer, du wirst nie zum dunklen Herrn gelangen. Skelett, Hinterhalt! Los, brich ein paar Knochen, Schicksalsbringer! Nein, du kannst nicht sterben! Steh auf, du Arme! Ich wette, du wärst vorhin lieber weggerannt. So viel hat kapier ich nicht. Ich sterbe nochmal. Heilige Scheiße, er könnte zum dunklen Herrn kommen. Ich muss mich sputen. Ja, ja, was auch immer das heißen mag. Da oben auf dem Turm ist eine Beutekiste. Holen wir uns die Beute. Ich bin Ribula, treuer Diener des Dragonlords. Verrate mir, wo sein Grab ist, oder ich mache ein Skelett aus dir. Ich weiß es nicht. Ich schwöre es auf den Diamantschweif der Königin. Lüge! Ich mach dich zum Skelett! Schwärmt aus, meine untoten Diener! Wir müssen unseren Herrn finden! Wie komme ich jetzt da hoch? Ah. Ihr habt einen Schutz gefunden. Das ist ein magischer Schild für eure Gesundheit. Ziemlich cool. Oh, ein Steinschlag versperrt den Weg zum Dorf. Wir sind ruiniert. Alles ist verloren. Sehr heldenhaft. Tina, können wir die Steine in die Luft jagen? Tut mir leid, das geht nicht. Nicht ohne Sprengstoff! Sieg! Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Vor dir hört ihr das Gebrüll von tosendem Feuer und das Klappern von Knochen. Wir wollen... Oh,
Das Dorf wurde längst zerstört und überall sind Skelette. Dann wollen wir das Dorf halt rächen. Das wird niemals langweilig. Wird mein Untod flackern vor meinen Augen. Das ganze Fleisch macht dich nur zu einem Sack. Hat man denn hier nie seine Ruhe? Dieser gute Mensch ist so gut wie tot. Dorfbewohnerin hat das Gemetzel überlebt, aber sie sieht ziemlich übel aus, als würde sie gleich sterben. Wir könnten ihr den Arsch retten. Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast, Fremdling. Wie kann ich dir nur danken? Ist gratis. Ich suche den Dragon Lord. Cool, man kann die Landkarte auch komplett drehen, hoch, runter. Ist ja geil. Du bist ein Schicksalsbringer. Ich wusste, die Königin schickt uns ein... Helden. Das Grab ist in der Gruft unterhalb von Burg Peinstein. Du musst dich sputen, sonst finden es seine Schergen zuerst. Das Grab liegt in einer Gruft? Das perfekte Versteck. Möge die Gunst der Königin auf deiner edlen Quest mit dir sein. Mein Bauernarsch bringt mich um! Die Ruine von Burg Peinstein liegt jenseits. Also, da drüben auf Fantastisch, Baby.
Ich spüre die Präsenz des Dragonlords. Sein Grab ist irgendwo unter diesen Ruinen. Findet ihn, meine treuen Skelette. Ihre Hallen. Zumindest niemand Lebendige. Dafür aber Skelette? Ganz genau. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Eine Schusswaffe hat, können wir wechseln. So bleibt es pikant. Wie Currywurst. Also, Tina, darf ich nach dieser Quest der Bunkermaster sein? Ich habe eine Idee für eine Kampagne. Es geht um Orks und ums Küssen. Nein und nochmals nein. Tina spielt nicht mehr, klar? Aber keine Sorge, ich habe noch megatonnenweise Quests und Nebenquests im Petto. Ich habe Frischfleisch entdeckt.
Hab mich schon gefragt, wann mehr von euch auftaucht. Bleib weg von mir, Fleischsack. Du bist so feucht. Der Thronsaal von Burg Kaltstein ist staubig und verdammt heruntergekommen. Die letzte der Peinsel-Linie sitzt auf ihrem alten Thron. Ihre Knochen halten ein staubiges Zauberbuch, als würden sie auf ein Schicksal warten, das sich nie ereignete. Also, dieser Ort ist echt mega düster. Ich liebe es! Schnapp dir das Zauberbuch! Magie ist das Beste. Mit dem Zauberbuch ausgestattet, beherrscht ihr jetzt den Frostzauber darin. Eiszauber sind besonders stark gegen Untote. Sie haben kein fettiges Fleisch, um sich zu wärmen. So, wie kommen wir jetzt in die Gruft hinein? Hier muss doch irgendwo ein Eingang sein. Erster Schritt! Die Bodenbretter des Thronsaals wirken vermodert und morsch. Metazeit! Die knochentrockene Luft der Gruft steigt euch in die Nase, während ihr euch in die Tiefen unter der Burg hinabstürzt. Sie riecht nach altem Gemäuer und noch älteren Geheimnissen. Ich höre schon wieder den Gaul. Herzogin zu sein ist scheiße. Meine Diener sind scheiße. Und Prophezeiungen? Ich scheiß drauf. Ganz genau, weil sie scheiße sind. Meine Familie folgt seit 6 Generationen dieser blöden Prophezeiung. Die Pines müssen über diese Lande wachen, sonst erhebt sich das große Böse erneut. Weißt du was? Diese Lande sind scheiße. Mir reicht's. Nur noch eine Mahlzeit. Ihr hört ein lautes Grollen und schallendes Gelächter überall um euch herum. Wir brauchen hier mehr Calcium. Halt's Maul, Geist. Ich hab's gefunden. Ein Grab in einer Gruft. Das perfekte Versteck. Ich komme, mein dunkler Herr. Er wird den Dragonlord wiedererwecken. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir müssen da irgendwie rein. Oh nein, gestorben! Und wie? Versammelt euch! Oh, ich mach Hackfleisch aus dir. Das ganze Fleisch nur zu einem saftigeren Ziel. Der Wegstein leuchtet auf. Ihr spürt seine Magie in eurer Brust, in eurem Verstand, in eurer Seele. Sie fragt, wer bist du? Schicksal soll ich bringen.
Das war eine kluge Antwort, Mabel! Die geschnitzte Tür zum Grab des Dragon Lords zerbröckelt! Das Wiedererweckungsritual hat begonnen! Ein spezielles Figürchen für den Kerl. Einen Moment. Einer der ergebensten Untoten des Dragon Lords erhebt sich vor euch. Es ist Rebula. Initiative, Wurf! Erzittere vor Rebula! Ich erzittere nicht. Ich erzittere! Hilf ihm in den Arsch, Neuling! Mit denselben Fähigkeiten und derselben Ausrüstung ist aufgetaucht, um dich zu rächen. Moment, gleiche Ausrüstung, alles gleich. Nicht gewachsen, Dragon Lord. Es ist noch Zeit. Ihr könnt den Dragon Lord noch wegsperren, bevor er entfleucht. Ed! Der Dragon Lord ist frei, ihr Loser! Dragon Lord, kämpfen wir. Das ist gut. Ja, nein, vergiss es. Komm schon, der Schicksalsbringer besiegt den Bösewicht nicht in der ersten Mission. Dennoch, du bist stärker als deine Vorgänger. Erstaunlich. Erstaunlich. Man sieht sich immer zweimal, Schicksalsbringer. Doch erstmal muss ich einer alten, glitzernden Freundin einen Besuch abstatten. Auf Wiedersehen. Verdammt, er ist entkommen. Wir müssen ihn verfolgen. Ich will diese Bossbeute. Ihre
Reise unseres Schicksalsbringers beginnt wie viele andere mit einem Herz voll Feuer und Träumen von Drachen und Magie. Sie kann nur auf eine Art enden. Mit der endgültigen Niederlage des Bösen. Trotz eurer heroischen Anstrengungen ist der Dragonlord entkommen! Moment mal, habt ihr gehört, was er gesagt hat? Glitzernd? Freundin? Ich weiß, wo er hin ist. Er hat es auf Königin Arschgaul abgesehen. Um Königin Arschgaul über die Flucht des Dragonlords zu unterrichten, müsst ihr quer durch die Wonderlands zur Hauptstadt Prachthuf reisen. Da! Was? Interessant. Also die Machart finde ich cool. Borderlands war ja nicht so meins, muss ich sagen. Ich habe für euch diese große Oberwelt auf dem Tisch aufgebaut. Bewegt eure Figur einfach irgendwo hin. Jetzt ist sie bei mir auch ganz schön leise. Die Details in der Landschaft gefallen mir. Es fühlt sich so an, als würde eine ganze Welt darauf warten, dass wir töten und plündern. So ist es. Willkommen in meinem Wunderland! Ach, cool, jetzt habe ich, sieht aus wie meine Figur, die ich erstellt habe. Wie komme ich jetzt darüber? Oh oh, die Straße nach Prachthof ist gesperrt. Schätze, ihr müsst durch dieses hohe Gras gehen. Du kannst es nicht mitnehmen. Ich schon. Schüsse sind nicht mein Ding. Aber nicht mehr lang. Gib mir den Moment. Du darfst unserem Kult nicht beißen.
überall auf der Oberwelt Abkürzungen für euch platziert. Ihr müsst nur draufhauen. Abkürzung freigelegt. Es gibt jede Menge versteckte Goodies und Verliese, die man freihauen kann. Ah, okay. Oh Mann, das tut so gut. Ich bin ja so froh, dass ihr hier seid, um Spiele zu spielen und meine Freunde zu sein. Davor war ich eine Ewigkeit allein in dieser Höhle mit diesen Häschen und einem Berg von Barschmalten Frühstücksflocken. Oh, Tina, warst du einsam? Was? Nein, du bist einsam. Ich hab Freunde, jede Menge sogar. Hier, sieh dir all die heißen Landschaftshäschen an. Der ist die Hoppe, die Hoppolos, und das ist seine Sippschaft von außerhalb. Und warum ticken sie? Ich bin ja so froh, dass du fragst. Sie sind nämlich auch Bomben. Klasse. Freut mich, dich kennenzulernen, Dimitri. Was soll das? Wer bist du? Stehst du jetzt hinter mir? Der Schrein hinter meinem gut geschützten und vor allem nicht angestochenen Rücken ist für einen alten Gott, der aus der Mode gekommen ist. Ich schätze, wenn wir alle Teile zusammensetzen, gibt es eine tolle Belohnung. Aus Gold. Ich habe bereits ein Teil gefunden und ich weiß, wo noch eins ist. Wenn du es für mich besorgst, können wir die Belohnung teilen. Ich achte auf deinen Rücken, deinen schutzlosen, abstechbaren Rücken. Wenn jemand von vorne auf dich zukommt wie ein Idiot, klatsch ihm eine. Das ist eine hieb- und stichfeste Taktik. Man weiß nie, wer einem irgendwann den Rücken punktiert. Es ist meist die Person, mit der du am wenigsten rechnest. Du im übertragenen Sinne, nicht du persönlich. Dein Rücken ist bestimmt nicht in Gefahr. Das Spiel ist so freaky, so geil. Oh, ihr Helden, bringt mein Blut zum Kochen. Bildlich gesprochen, natürlich. Ich bin kein Zombie, aber ich kann dich echt nicht leiden. Drei, weil du dir Mühe gegeben hast. Drei Minus. Mein Untod flach. Und bald wirst du zu uns gehören. Ladung Feiglinge zum Töten. Mein Fußknochen passt genau auf dein. Magischen Kristall, der zu einem verfallenen Schrein irgendwo in den Wonderlands gehört.
Du siehst aus, als wärst du den Ärger wert. Du nicht. Das Verlies da drüben verströmt starke, in mir ist ein Scheinteil-Vibes. Geschafft! Jetzt geh da rein und sichere den Ort. Auch wenn dich das an den Rand des Todes bringt und absolut verwundbar macht. Ist einen Blick wert. Jemand wild auf den Tod. Das will ich nicht. Ich sterbe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier jetzt hier neue Waffen. Alles schlechter als die, die ich jetzt schon drin habe. Da habe ich nämlich eine 25er drin. Und hier habe ich eine 19er drin. Ich kann mal mit 19. Das wird vorbei sein, bevor du es bereuen kannst. Leichen geben keine guten Killer ab. Keine Sorge, wir übernehmen das.
So, die hat 19 Schritt. Die sind alle schlechter. Ist das scheiße. 2x4. Zurück! Du hast keine Chance gegen uns! Wir sind nämlich offen hart! Wenn ich du wäre, würde ich wegrennen! So langsam gewöhne ich mich ans Töten. Du hast alle beseitigt und lebst noch? Schnapp dir das Schreinteil und bring's zu mir. Erspart mir die Reise. Das ist das Schreinteil, was ich besorgen soll. Okay, der Kerl will uns doch 100. Ich habe gedacht, das Schreinteil, was ich geholt habe, was da auf der Landkarte war. Er heißt buchstäblich Messerstecher. Das ist bestimmt nur ein Zufall. Ganz in der Nähe versteckt sich ein Schreinteil. Wenn du ihren Schrein wiederherstellst, wird dich Monete zweifellos mit fabulösem... Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht hat er sich selbst erstochen? Geheimnisse wie diese gibt es haufenweise im Universum. Egal. Sobald der Schrein komplett ist, könnt ihr die Belohnung ganz allein für euch haben. Schon anderthalb Stunden waren wir am Zocken, Leute. Ich will jetzt hier weitermachen. Das ist so ein schönes Spiel, das könnte man auch schön im Stream machen. Und das ist so schön makaber. Ich find's geil. Gefällt mir. Oh, hier sehe ich noch was. Ihre funkelnde Majestät, Königin Arschgaul, hat die Wonderlands lange mit der Seelenmagie beschützt, mit der sie das Land selbst tränkte.
So eine wichtige Aufgabe erfordert einen angemessenen Schutz, wie die schrecklichen Vorkommen. Diese edle, stolze Brücke vor dir würde dir den Übertritt gewähren, gäbest du ihr einen kleinen Schubs. Welche Brücke vor mir? Brücke aufgestellt. Wenn du sie passieren willst, musst du sie schlagen. Haiku-Alarm, Baby. So. Also machen wir jetzt hier wirklich mal Schluss. Nach anderthalb Stunde. Es ist wirklich ein geiles Spiel. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Es ist total freaky. Also das gefällt mir so ja mehr als Borderlands, muss ich sagen. Borderlands 1 habe ich hier gezockt. 3 habe ich mir gekauft, gehabt bei Otto, wo es im Angebot war, habe ich auch die PS5-Version dann die Erweiterung mir geholt für. Was hat bezahlt? War gratis oder 25 Cent bezahlt? Weiß ich nicht. Aus dem Kopf. Aber das macht mir mehr Spaß. Und da könnte man so ja mit Leuten irgendwie zusammenspielen, das ist ja natürlich noch viel cooler. So, dann mache ich jetzt hier aber einen Schlussstrich. Wie gesagt, ich lade das so, wie ich es gespielt habe, hier in einer guten Qualität hoch für euch. Mit einer sehr hohen Bitrate, damit ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis dran seid, wie ich es hier vor mir habe. Grafik, Sound, wirklich geil. Der Stil, ja gut, dieser Zeichenstil drüber gepackt und so, das ist halt die Stilrichtung, die ist halt so. Aber sonst auch die Bewegung, alles macht Spaß. Mit den Waffen nervt gerade, dass ich jetzt Haufen Waffen kriege, aber keine bessere Waffe, als ich sowieso schon habe. Muss mal gucken. Ja, ich bin dann jetzt mal weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.